Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz über dieses Ding hier reden. Der blaue Haken, auch wenn der eigentlich weiß ist und der Hintergrund blau, aber das ist jetzt egal. In der Tat. Wenn ein Profil verifiziert wurde, also so einen Haken bekommen hat, dann hat das ja auch einen Sinn. Das ist dann die echte Person. Also alles, was da gepostet wird, ist real von eben diesem Menschen. Oder von der Marke oder was auch immer verifiziert wurde. Und das ist auch wichtig, vor allem bei Menschen, die was zu sagen haben. Stellt euch mal vor, jeder könnte sich als Bundeskanzler ausgeben und du kannst nicht erkennen, welcher der echte ist. Und dann kam eben dieser Dude um die Ecke und dachte sich so, ja, also wenn du monatlich Geld zahlst, dann kannst du den Haken auch haben. Ach so, und bitte schreibt Haken nicht mit CK, das Ding ist kein Haken. Danke. Das Ergebnis waren jetzt ganz viele Fake-Profile, die alle real aussahen, weil sie alle diesen Haken hatten. Und jetzt dachte sich Mark Zuckerberg so, oh ja, geil, Verwirrung und Geld, das brauchen wir auch. Ja, und jetzt kann man auf Facebook und Instagram halt auch diesen blauen Haken kaufen und aussehen wie der Bundeskanzler. Ich hab doch immer gesagt, ich bin der Echte. Das Ganze geht erstmal nur in Neuseeland und Australien, soll später dann aber auch für die ganze Welt kommen. Und ich sag ehrlich, das ist absolut nicht geil.